Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video Unreal Engine 5 Tutorials mit mir. Heute schauen wir uns Zufallszahlen an. Ist sehr wichtig für die Entwicklung von Spielen oder Anwendungen. Wir sind wieder im Third-Person-Template, unschwer erkennbar. Und da gehen wir erstmal in Blueprint und Open Level Blueprint. Ja? Da gehen wir in Level Blueprint und schauen uns an, was überhaupt Zufallszahlen sind und welche Zufallszahlen eingebunden sind in der Unreal Engine 5. So. In der Unreal Engine 5, Zufallszahlen, ja, das englische Wort ist random. Also wir können random, zum Beispiel random verschiedene Datentypen, bool, integer. Wir schauen uns erstmal integer an. Random int, ja, da haben wir schon sehr viel Auswahl. Random integer in range. So, schauen wir uns erstmal random integer an. Hier haben wir einen random integer Node. Wir wollen diese Funktion auslesen mit dem printString und fangen mit dem Key-Event an. Das heißt, wir drücken die 1, also erstmal die rechte Maustaste, die 1 in der Suchleiste und schreiben Key ein. Und da haben wir ein Keyboard-Event. Also sobald wir die 1 drücken, passiert etwas. So pressed, wenn wir drauf drücken, wird printString, genau, etwas ausgegeben. Und zwar, was, welcher Wert? Der Wert von Random Integer Node. So, dieser Wert hier, der gibt an, in welchem Bereich die Zufallszahlen generiert werden sollen. Das heißt, anfangend von 0, ja, wie auch hier steht, anfangend von 0 bis max minus 1. Das heißt, wenn wir hier 20 haben, wird es bis 19 genau ausgegeben. Das können wir immer probieren. Wir compilen erstmal und dann gehen wir hier auf die freien Punkte, New Editor Window und schauen mal an. So, was haben wir gesagt? Die 1, ja? Drücken wir einmal auf die 1. Das ist die 16, 2, 8, 3, 16. Ja, das ist schon mal, stimmt schon mal soweit. So, ja. Dann haben wir noch anderes wie random integer in range. Ja, das ist auch eigentlich ziemlich wichtig, weil Integer in Range gibt euch noch die Zusatzfunktion, dass ihr den Anfangs- und den Endwert bestimmen könnt. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, zum Beispiel ein Gegner hat Leben von, sagen wir mal, Level 5 zwischen 500 und 800 Punkten, ja, so dahin mal gestellt, ja. Und dann wird dann quasi eine Zufallszahl in diesem Bereich generiert, ja. Können wir uns auch mal anschauen. Und dann compilen, sehr wichtig. Und draufklicken, die 1 drücken. Und dann werden die ganzen Zufallszahlen generiert in diesem Bereich. Ja. So, das ist Integer. Integer sind ja Ganzzahlen. Wir haben auch die Möglichkeit, Zufallszahlen für Floats zu generieren. Random Float, wie ihr sehen könnt. Random Float. Dieser Random Plot, wenn ihr kurz drüber schreibt, dann habt ihr auch einen Tooltip und der sagt zwischen 0 und 1. Ja. Zwischen 0 und 1, das können wir auch mal hier rein. Das verbinden mit printString und compile, play und dann schauen wir uns mal an. Ja. Genau. Ja, zwischen 0 und 1. Oder Random Float in Range. Ja. Random Float in Range. Ja, hier habt ihr zwischen 0 und ja, zwischen einem Minimumwert, tut mir leid, und einem Maximumwert, das heißt zum Beispiel 20 und 60, ja, dann verbindet ihr die zwei Punkte hier, Compile, Play, und dann, ja. Weiteres wäre ein Random Bool, ja, Random Bool ist Boolean-Wert, kennt ihr ja, kann zwei Werte haben, das ist einmal true und einmal false. Ja, und in dem Fall ist entweder geöffnet, entweder true oder false. Ja. So, das war es soweit zu den random, also Zufallszahlen. Es gibt etliche Anwendungsmöglichkeiten, anfangen von prozedural generierten Levels oder auch, wie gesagt, NPCs. Es können auch zum Beispiel auch Lootboxen, also nicht Lootboxen, sondern Gegenstände sein, die ihr aufsammelt im Level und die werden dann zufällig generiert. Das heißt,
Es ist wieder mal immer wieder eine Überraschung, wo was drin steckt. Es ist nie vorher gesagt. Also ihr könnt sehr viele, es gibt sehr viele Anwendungs- oder Spawnpunkte, ja, wo Gegner oder ihr eigener Spieler im Level gespawnt wird. Ja. Das ist, wie gesagt, vielfältige Möglichkeiten. Spielt damit kurz rum und probiert aus. Und ja, das war's dann für heute. Und wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Und bis dahin, tschüss.